So, herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Es geht weiter mit Banish, die Folge 22 heute. Ich hoffe mal, ich habe mich nicht verzählt. Weiter geht's, weiter geht's. Okay, wir haben nicht viel Essen. Der Trader war schon ewig lange nicht mehr da. Ich frage mich, wenn wir hier bei dem Trader. Nummer auf die hier arbeiten, Trading Post. Vielleicht kommt er ja öfter, wenn hier noch mehr arbeiten beim Trading Post. Trader, komm. Mach mal 4. Und dann können wir gleichzeitig auch mal sagen, dass wir hier noch was im Angebot haben. Hier, dieses Zeug wollte ich doch hier anbieten, das hier. Ah, okay, ist egal. Klamotten hätten wir jetzt noch anbieten können, aber alles sehr grenzwertig. Wir könnten auch noch eine zweite Mine bauen, die dann Kohle abbaut. Das werden wir mal machen. Oh, die sterben ja wie die Verrückten. Warte mal kurz. Woran sterben die? Starvation, Starvation, Starvation. Ich glaube, das heißt Obdachlosigkeit, wa? Weiß ich spontan jetzt nicht. Würde ich mal unterstellen. Oh, die sterben alle an Starvation. Kann jetzt auch nicht raus. Ich bin nicht im Fenstermodus. Das könnte ich nicht mehr gucken. Ich habe auch kein Wörterbuch jetzt hier. Muss ich mal auch aufschreiben, damit ich das in der nächsten Folge dann weiß. Oh, und dann noch so viele. Gibt's doch gar nicht. Also ich würde mal unterstellen, dass die. Oder ist das eine Krankheit? Was ist denn hier mit dem. Mit der. Stockpile. Hier hatten wir doch noch einen Doktor gebaut irgendwo. So langsam verliere ich hier fast den Überblick. Hier soll der Doktor noch entstehen. Okay. Und einer ist aber nur ohne Haus. Und drei haben nichts zu essen. Oder was? Ja, drei haben nichts zu essen. Vier. Alle haben nichts zu essen. Gut, da werden jetzt diese Häuser gebaut. Woran ist er gestorben? Auch wieder an Starvation? Nein, ich sterbe mal an Starvation. Ich will das nicht. Was ist denn Starvation für eine fürchterliche Krankheit? Das ist nicht verhungern, Starvation. Man hört doch mal auf zu sterben. Kann denn sowas wahr sein? Ich habe das sogar auf langsam, oder? Ja. Da sterben die schon so schnell. Stell dir mal vor, ich hätte jetzt so 5. Wären die schon alle tot? Nee, ich baue jetzt nochmal eine Mine. Ungeachtet dessen baue ich jetzt eine Mine für. Hier gibt es die nicht. Wo gibt es denn die? Hier. Mine. Eine Mine, die mir Kohle abbauen soll. Wo mir die Leute hier Kohle abbauen. Ach, die passt da gar nicht hin. Ach so, die muss an einem Berg. Okay, habe ich verstanden. Da haben wir doch hier hinten einen schicken Berg. Da können wir die doch randremmeln. Hier. Guck mal hier. Aber auch hier mal eine Mine ran. Warum? Was spricht denn dagegen? Was spricht? Guck mal jetzt. Ja. Bau da eine Mine hin. Oder? Sieht man das? Ja, die bauen da eine Mine. Und da werden wir dann nur Kohle abbauen. Oh, 107 Einwohner. Essen low, Essen low, Essen low. Late Summer. Dann bring noch die verdammte Ernte rein, Mann. Dann haben wir wieder was zu essen. Wow, Starvation. Oh Gott, Starvation. Ja, jetzt ist was passiert, was ich gar nicht kenne, wo ich gar nicht weiß, was das ist, Starvation. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber ohne Ende. Und ich weiß nicht, was es ist. Ich habe hier kein Englischwörterbuch zur Hand. Starvation, Starvation. Kann auch nicht schnell googeln. Ich denke mal, es wird ja jetzt nicht aufhören, weil die werden jetzt weiter an Starvation sterben, oder? Oh, hört auf. No laborers available. Sterben die daran? Jetzt. Guck mal, jetzt kommt er. Kannst du uns Starvation-mäßig irgendwas rüberbringen? Was hast denn du? Was hast denn du mitgebracht? Auch nur wieder Lebensmittel. Mann,
Ey, Lebensmittel, komm, hör auf. Was haben wir denn hier? Eisen könnten wir anbieten. Warte mal, wir holen mal hier Eisen ran. Eisen, 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 Eisen haben wir genug. So, jetzt haben wir Eisen hier. Das rutscht immer hoch, warum auch immer. So. Wieder weggerutscht. Und jetzt holen wir uns hier Lebensmittel. Pier, was ist ein Pier? Komm, wir holen uns ein bisschen Pier. 20. Ja, die sterben immer noch an Starvation. Wir kriegen jetzt immer weniger Einwohner. Das gefällt mir gar nicht. Und ich weiß nicht, was Starvation ist. Ganz unangenehme Sache. Ganz unangenehme Sache. Wir haben jetzt eigentlich gar nichts. Das hier, ein paar Herbs könnten wir vielleicht verwenden. So, dann trade das mal. So, Food is low und die sterben immer noch an Starvation. Wir haben nur noch 95. Jetzt sind schon 15 Leute hier an Starvation gestorben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ich will jetzt nicht mitten in der Folge rausgehen. Vielleicht beruhigt sich das wieder und dann kann ich halt da nachgucken. Es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Starvation, Starvation, Starvation. Das macht mir jetzt doch ein bisschen Angst. Ich werde mich jetzt mal kurz rausloggen. Und dann gucken wir mal kurz, was Starvation heißt. Und dann komme ich wieder, okay? Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich habe jetzt rausgekriegt, was Starvation heißt. Starvation habe ich noch nie in meinem Leben gehört, das Wort. Das heißt Hunger. Okay, die sind jetzt alle an Hunger gestorben. Hätte ich mir vielleicht auch denken können. Da wird ja nicht stehen, dass sie gestorben sind an Law of Food, wa? Oder an Hunger. Mist, 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 Mist. Und solange die Ernte nicht eingetrieben ist. Ach Gottchen, ey, was machen wir denn jetzt? Jetzt können wir mal, wir ziehen jetzt mal einen Teil der Gatorer ab und setzen die hier ein. Dann ziehen wir, was können wir noch abziehen? Die Vendor. Ein paar. So. Fisherman, oh, Herzmann brauchen wir gar nicht, oder? Doch, brauchen wir. Vier. Dass ich wenigstens vielleicht diese Ernte reinbringe. Ist mir auch ein völliges Rätsel, dass ich hier nicht tausende Zeug reinhole, wenn ich. Dass ich nicht tausendes Essen reinhole bei diesen vielen Feldern, die ich hier habe. Hätte ich gedacht, ja. Zeug ohne Ende. Ja, sie sterben immer noch. 91, 90. Ach, guck mal, können wir nicht befehlen, dass sie die Ernte hier einbringen sollen? Automatic plant. Das wird es auch nicht sein. Na, guck mal, die holen jetzt schon die Ernte ein. Na, mal gucken. 88 Einwohner. Oh, na, da brauchen wir eine Weile keine Häuser mehr bauen. Ist ja jetzt eine Selbstregulierung, würde ich mal sagen. Da werden aber auch schnell wieder welche nachwachsen. Wir haben ja dann im Prinzip genug Häuser da für die. Und die Nahrung wird dann reichen, weil genau so viel sterben. Gut, dann machen wir noch einen. Guck mal, hier würde ich noch einen Baum-Dings machen. So. Aber richtig groß so. Ja, sterbt ruhig, ist mir egal. Ist ja nur mein Let's Play, was sollen meine Zuschauer davon denken? Wenn ihr alle sterbt. So, und hier noch so ein Teil. So. Zack. Die sterben weiterhin. Wir haben noch 82 Einwohner. Die Ernte wurde nicht eingebracht, richtig? Man versucht es noch. Man versucht es. Hier fehlt natürlich.
Jemand, klar, da fehlt jemand. Dann werden wir mal. Ah, ich traue mich gar nicht, die Hand da wegzunehmen hier. Ah, gut, dann nehmen wir mal ein paar Hunter weg, damit wir wenigstens die Ernte schnell reinkriegen. Was uns aber nichts bringt. Die fressen echt wie die Verrückten. Jetzt frieren die auch noch. Feuerholz ist auch alle verflucht. Ich sehe schon, wir müssen eine neue Runde starten, oder? Wir haben den Bogen überspannt. Jetzt hat sich das bemerkbar gemacht. Aber immerhin, es gibt ja nicht umsonst bei Steam oder hier in dem Spiel so eine Auszeichnung, wenn man 100 Siedler erreicht hat. Das ist schon was. Die haben hier noch lange, lange, lange nicht das ganze Zeug abgeerntet. Die haben auch noch lange, lange, lange nicht keine Häuser gebaut. Guck mal, wir haben so viel Zeug geerntet, so viel. Und denkst du... Denkst du, dass da einer, dass wir da mal ein bisschen Essen, Vorräte zusammenbekommen? Nicht, gar nichts. Die sterben immer noch. Tja. Weiß ich jetzt gar nicht, was ich jetzt machen soll. Was ich jetzt für eine Strategie mache, ob ich wieder von. Ich will aber nicht von vorne anfangen. Ich war so stolz, dass meine Stadt schon so groß war. Ich sterbe weiter und wir haben natürlich gar nicht so viel früher. Der Friedhof ist voll. Naja, war doch klar. War doch klar. Komm, wir bauen noch einen Friedhof hier vor lauter Trauer. Bauen wir noch einen Friedhof, ne? Ist vielleicht das Unwichtigste, was man jetzt bauen könnte, aber ihr wisst ja. Hier einen kleinen hinterm Häuschen. Ah, reicht nicht für einen Friedhof. Na gut, ich habe mir noch nicht mal die Häuser zu bauen. Was soll ich denn am Friedhof bauen? 80 Einwohner, 78. Die sterben wie die Fliegen. Ich verstehe das nicht. So, dann haben wir Winter überlebt, haben noch 77 Einwohner. Das geht doch gar nicht. Bei dem ganzen Zeug, was wir hier haben. So, jetzt hier aber zack, 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 ran. Forster nehmen wir mal runter. Ah ja, vielleicht haben wir Glück und die ganze Sache erholt sich hier ein bisschen. Wir haben wieder was gelernt, aber ich weiß noch nicht was. Ich weiß noch nicht, was ich jetzt gelernt habe. Für mein Empfinden habe ich hier unglaublich viele Felder und hier wird unglaublich viel Nahrung produziert. Aber es kann auch sein, dass die Nahrung, die ich jetzt habe, einfach nur für um die 70 Leute reicht. Oder? Weil guck mal jetzt, wo so viele gestorben sind, wenn wir jetzt hier in die... Dings sich gucken, dann sehen wir ja, dass die Nahrung jetzt immer noch nicht reicht. Ich frage mich, wie es möglich wäre, Nahrungsvorräte zu schaffen. Hier ist natürlich leer, klar. Eier, was waren da drin? Eier? Die sind wahrscheinlich, da kommt der erste Eierdieb, dann sind die wieder weg. Und frieren tun sie 13 Grad plus und ihr friert. Hört doch auf. Hört doch auf. Was ist mit dem Woodcutter? 3 von 4, gut. Sägt hier bloß das Holz. Okay, das war's dann für diese Folge. Müssen wir mal gucken, wie wir da weiterkommen. Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr Lust habt, vielleicht einen Daumen hoch geben. Oder ein Kommentar ist natürlich auch cool. Aber müsst ihr natürlich nicht. Tschüss.